Hallo und herzlich willkommen. Kurt Hertel, Tilman Zwicker. Unser Thema heute C-Switch und Tone Control. Tilman, was machen wir heute? Wir schließen uns direkt an das letzte Video, wo wir gesprochen hatten über diesen zusätzlichen Kondensator. Wir haben zwar erwähnt, dass die Tone Control und diese ganze Resonanzgeschichte und Verschiebung von Resonanzen und Mittenbetonung, die wir da diskutiert haben, das hat schon sehr prinzipiell zu tun, auch mit der normalen Tone Control, die man an jeder Gitarre eigentlich findet. Aber wir haben die Tone Control nicht weiter besprochen. Darauf kommen wir später nochmal. Was wir gemacht haben, war ja ein zusätzliches Bauelement in die Gitarre eingeführt. Nämlich diesen Kondensator, den man parallel zum Tonabnehmer einlötet und der dann die Resonanzfrequenz des Tonabnehmers in den Mittenbereich runterzieht, sodass man da gewisse klangliche Änderungen hat. Jetzt hast du schon einige Videos vorher, hast du mal erwähnt, dass dieser Effekt, nämlich diese Mittenbetonung, dass die für dich eine Ähnlichkeit hat mit einem Wah-Wah, was in einer bestimmten Stellung feststeht. Ganz genau, ja. Ich denke da immer an Michael Schenker, ja, also genau. So 70er Jahre mit UFO und so. Ja, genau. Der Trick war ja damals einfach ein Crybaby zu nehmen und das fürs insbesondere beim Solo und hoher Verzerrung in einer Stellung eingeschaltet stehen zu lassen, sodass eben diese was macht ja ein Wah-Wah, nämlich die Resonanz verschieben, eine Resonanz auferlegen und verschieben, dass die an einer bestimmten Stelle war. Und das ist gerade, wenn man verzerrt spielt, gar nicht so schlecht, weil erstens die ganz hohen Frequenzen ein bisschen weggefiltert werden. Die beißen sich manchmal mit der Verzerrung ziemlich. Zweitens werden die tiefen Frequenzen ein bisschen rausgenommen beim Wah-Wah. Das haben wir jetzt bei diesem C-Switch, bei dem Kondensator nicht so sehr. Aber beim Wah-Wah würde das auch noch mithelfen, sodass es nicht mulmt. Und vor allem hat man in einem mittleren Bereich eine bessere Übertragung. Da sitzt ja die Resonanz. Und das ist genau der Bereich, der interessant sein kann, wenn man sehr verzerrt spielt und ein bisschen Feedback bekommt, wo die Gitarre dann rückkoppelt und in die Obertöne umkippt. Was man auch bei Santana manchmal auch hören kann. Ja gut, ja. Unabhängig von dieser Effekt. Ja, genau. Ja. Aber Santana macht das ja sehr oft, dass er auf dem Grundton stehen bleibt. Also er spielt einen Ton und der bleibt einfach. Mhm, stimmt. Aber Schenker und Co., da war es auch sehr beliebt, dass das Feedback kommt. Der Ton bleibt stehen, aber er kippt dann um in einen Oberton. Richtig. Und das finde ich ja besonders extrem zufriedenstellend, wenn das passiert, finde ich als Gitarrist. Ja. Und dies hat man eben da mit diesem fest eingestellten Wah-Wah generiert. Und das lässt sich im Prinzip in gewisser Weise eben auch mit diesem C-Switch machen, weil man eben die Resonanz vom Pickup, die schon inhärent vorhanden ist, dorthin schiebt, wo es interessant ist für genau solche Rückkopplungseffekte. Und was ist denn ein C-Switch eigentlich? Ja, der C-Switch ist eigentlich, im Grunde ist jeder Kondensator, wie wir es besprochen haben, der über einen Schalter dazu geschaltet wird, ist der C-Switch. Schalter mit C ist gleich Kondensator, der C-Switch. Was man aber jetzt natürlich sinnvollerweise macht, wenn man die Sache mal angeht, ist nicht nur einen Kondensator, sondern mehrere zur Auswahl zu haben. Also mit so einem Drehschalter zum Beispiel kann man dann eine ganze Anzahl, maximal vielleicht sogar 11 von verschiedenen Kondensatoren haben und kann dann, je nachdem, was man gerade lustig ist, an Klangfarbe zu haben, das hindrehen. Normalerweise so sehr viele verschiedene Stellungen machen das Leben nur komplizierter. Deswegen empfehle ich eigentlich eher so 5 oder 6 Stellungen für so einen Drehschalter. Und wenn man den mit verschiedenen Kondensatoren bestückt, dann kann man tatsächlich sich die Resonanzfrequenz auch aussuchen, die man da gerade haben will. Also vielleicht einfach, um die Höhen ein bisschen wegzunehmen, ein bisschen zu gedeckter die Sache zu haben, aber nicht an Charakteristik zu verlieren. Das wäre ein kleinerer Kondensator. Oder wenn man einfach sagen würde, jetzt muss im mittleren Bereich muss richtig was passieren, dann ein bisschen größer. Man hat ja auch verschiedene Gitarrensounds. Man hat ja auch cleane Sounds, angezerrte, vollverzerrte. Ja. Und da könnten ja dann eben unterschiedliche Kondensator
Werte auch immer an einer bestimmten Stelle dann genau den Sinn machen und absolut, ganz genau, ganz genau. Ja. Ja, ich denke, wir sollten vielleicht mal das ein bisschen praktisch ausprobieren. Okay, wir haben jetzt eine Firebird hier. Firebird auch deswegen, weil ich beim letzten Video habe ja schon erwähnt, dass manche Pickups diesen Effekt besonders kultiviert mitmachen und da gehören die Firebird Pickups dazu, da gehören auch die typischen Fender Single Coils dazu. Hier ist speziell anzumerken, dass dies hier nicht ein Tonregler ist, wie es normalerweise bei den Gibsons der Fall ist, sondern dies ist ein 6-Stufen-Schalter. Und dieser 6-Stufen-Schalter, der hat in dieser Endstellung auf 10 hat er nichts angelötet, da macht er auch nichts. Aber in den anderen 5 Stellungen schaltet er zunehmend größere Kondensatoren zur jeweiligen Pickup-Kombination dazu. Das heißt, man hat damit einen Einfluss auf die, einen wählbaren Einfluss auf die Resonanzfrequenz und auf die Mittenanhebung, wo diese Mittenanhebung stattfindet. Mhm. Okay, ich würde sagen, ich spiele mal ein bestimmtes Lick und fahre mal durch die einzelnen Stufen durch. Also. Wunderbar, also da merkt man schon ganz schönen Eingriff in den Sound, also es ist schon sehr dominierend. Und das ist so gemacht, dass eben die ersten paar Stellungen sehr subtil sind, wo man bloß ein bisschen, zum Beispiel auch wenn man eine Rhythmusgitarre spielen will, die ein bisschen mittiger sein soll, kann man damit den Einfluss nehmen, aber die, in den anderen Stellungen wird es dann zunehmend krasser. Spiel einfach mal das Lick, während ich dann rumdrehe, dann schauen wir mal. Okay. Cool. Ja, sehr gut. Weißt du gerade, welche Werte du hier eingebaut hast? Ich meine mich zu erinnern, dass der kleinste Wert 2,2 Nanofarad, vielleicht auch 1,5 Nanofarad war. Und dann ging es so 4,7 ist sicher dabei, 6,8 ist sicher dabei, vielleicht 8,6. Wahrscheinlich ist der größte 15 Nanofarad. Ja. Also das ist schon sehr groß, aber das passt mit den Pickups zusammen, weil für Humbucker dürfte man nicht so große Werte nehmen, weil die sowieso eine etwas tiefere Resonanzfrequenz haben. Und von daher muss man immer wieder schauen und eigentlich ausprobieren, was einem zusagt und was zu den jeweiligen Pickups, die man hat, passt. Man muss es ausprobieren, ja, aber man kann glaube ich, trotzdem grob sagen, also so zwischen 1 und 15, so irgendwie in dem Bereich, wird es sich unabhängig davon, was es für ein Tonabnehmertyp ist, auf jeden Fall abspielen. Ja, genau. Hier wieder ein Blick auf die technische Darstellung. Wir sehen, wie gut in diesem Fall der Barfuß-Pickup, der Firebird, die verschiedenen Frequenzen, die von der Seite kommen, überträgt. Bei hohen Frequenzen ist die Übertragung sehr schlecht, ist überhaupt nicht vorhanden. Bei tiefen Frequenzen ist die Übertragung gut und um die Resonanzfrequenz ist die Übertragung besonders gut. Hier ohne zusätzlichen Kondensator, also nur mit dem Kabel verbunden, hat der Pickup eine ausgeprägte Resonanzspitze bei ungefähr 3,2 kHz. Wenn er mit einem zusätzlichen Kondensator verbunden wird, dann rutscht, je nach Kondensatorgröße, diese Resonanzspitze immer weiter nach unten. Man sieht hier bei 1,5, 2,2, 3,9 Nanofarad eine leichte Veränderung, keine starken Veränderungen. Dann mit größeren Werten
rutscht die Resonanzfrequenz sehr stark nach unten und eben dann wieder in den Bereich, wo auch die Formanten der menschlichen Stimme sind, sodass es zu diesen Wah-Wah-ähnlichen Effekten kommen kann. So, Till, du musst mir noch eine Sache erklären. Und zwar haben wir ja in der Gitarre eben diesen sogenannten C-Switch drin mit den verschiedenen Kondensatorwerten. Aber du hast ja auch noch einen ganz normalen Tonregler auch drin. Benutzt du den auch oder kannst du da auch sagen, ob es da eine gewisse Wechselwirkung gibt? Wechselwirkung ist das Hauptwort überhaupt. Gut. Das sind sogenannte passive Schaltungen. Also es sind keine Transistoren, keine Röhren, nichts drin. Das ist alles passive Elektrik ohne aktive Elemente. Mhm. Und in solchen Schaltungen ist alles von allem abhängig. Irgendwie interagiert das alles. Mhm. Und deswegen hat dieser Tonregler durchaus auch einen Sinn. Und ich habe den ganz gern hier drin, weil der nochmal stufenlos gewisse Möglichkeiten zulässt. Und zwar nicht nur, was die Höhenabsenkung angeht, was wir ja schon mal besprochen haben, dass der Tonregler, oder im ersten Video habt ihr es gemacht, beim Tonecap wieder die Höhen absenkt, der Tonregler, sondern dieser Regler besteht ja aus einem Widerstand. Mhm. Ihr habt damals gesagt, es ist ein Potentiometer und es ist auch richtig, dass Bauelement, was eingebaut ist, ist ein Potentiometer, aber es ist nicht als solches verwendet. Mhm. Es ist verwendet als regelbarer Widerstand. Das sind gewisse Unterschiede und auf das Potentiometer kommen wir nochmal zurück, wenn wir in einem weiteren Video mal uns mit dem Lautstärkeregler beschäftigen. Momentan überlegen wir uns nur ein regelbarer Widerstand. Mhm. Und was dieser Widerstand macht, und jetzt greife ich mal kurz nach dieser Schaltung hier. Hier haben wir ja, hier käme der Eingang von der Gitarre, das wäre hier direkt vom Tonabnehmer, wenn das in der Gitarre eingebaut wäre, und geht dann hier auf den Tonregler. Und hier ist also dieses Potentiometer, was eben als regelbarer Widerstand verschaltet ist. Was der macht, der Regler, ist, dass er, wenn er klein in seinem Widerstand wird, also durchlässig für Strom, dann öffnet er gewissermaßen die Schleusen für den Strom, der hier fließt, direkt wieder zum Pickup zurückzufließen. Das ist nämlich das, wo der Strom hin möchte. Mhm. Er will gar nicht weiter, sondern er will möglichst den einfachen Weg zurück zum Pickup. In dem Moment, wo dieser Regler aufgedreht wird, also auf seinen maximalen Widerstandswert getrimmt wird, ist dem Strom der Weg zurück zum Pickup versperrt. Er muss also weitergehen und er fließt nämlich dann weiter in Richtung Kabel, Verstärker und erst über diesen langen Weg dann irgendwann schon wieder zurück. Mhm. Aber weil dieser Widerstand so hoch ist, kommt er da nicht durch. Mhm. Okay. Das ist also dieser Effekt von diesem Widerstand. Und weil es regelbar ist, kann man also ein bisschen einstellen, wie viel von dem der Strom jetzt direkt zum Pickup zurückgeht. Und wie ihr damals besprochen habt, weil das durch einen Kondensator, hier sind ja die Tonecaps wählbar, ja, weil es durch den Kondensator geht, sind es besonders die Höhen, die da verschwinden, die nicht weiter zum Verstärker gehen. Und das kann man eben dann regelbar machen, über diesen regelbaren Widerstand. Mhm. Der hat in dem Fall 500 Kiloohm, das sind sehr hohe Werte. Passt mit den ganzen Werten von diesen passiven Schaltungen zusammen. Was der Widerstand aber auch macht, und das steckt schon im Wort drin, er gibt einen Widerstand her. Er leistet einen Widerstand und Widerstände, das wissen wir alle beim Fahrradfahren, wenn der Widerstand groß ist, dann kostet es Energie und es geht nicht mehr so einfach, das Fahren. Und genauso passiert hier auch was in Richtung auf diese Resonanz, die wir gesprochen haben. Mhm. Wir haben ja gesagt, Resonanz ist ein Zustand, wo was besonders einfach geht. Und für den Tonabnehmer ist es an der Resonanzfrequenz, da überträgt er besonders gut und einfach und mühelos. Mhm. Jetzt kann man aber über diesen Widerstand eine Reibung gewissermaßen in diesen Resonanzkreis hineinschieben. Mhm. Und damit, wenn man diesen Widerstand von sehr hoch, wenn der Widerstand sehr hoch ist, dann ist zwar, also hoher Widerstand ist ein bisschen irreführend hier, weil der Widerstand ist groß, das bedeutet, die Reibung ist klein im Elektrischen. Ja. Und wenn der erste sehr hoch ist, also voll aufgedreht ist auf 500 Kiloohm, dann macht das gar nichts und die Resonanz funktioniert ganz gut. Je kleiner er wird, desto mehr wird hier
kann hier wieder der Strom abgezeigt werden. Aber weil dieser Widerstand da ist, bremst er gewissermaßen diese Resonanz. Mhm. Er macht es, diesen Tonabnehmer, viel weniger einfach, gut bei dieser Frequenz zu arbeiten. Ja. Und das bedeutet, dass die Resonanz verringert wird. Das heißt, diese Ausprägung, wir haben ja gesagt, die Resonanz des Tonabnehmers, die ist die Charakteristik. Also dort ist die Übertragung ausgeprägt und die Klangfarbe resultiert daraus, dieses Charakteristische von dem Tonabnehmer. Und es wird immer weniger, wenn man den Widerstand verringert, weil einfach mehr von diesem Widerstandswert in den Kreis hineingeschoben wird. Also diese Ausprägung, über die wir vorher mal gesprochen haben, die wird quasi kleiner. Kann man genau. Sagen. Also das man kann ja, man redet ja oftmals auch von Resonanzspitze in der Nachrichtentechnik. Ja. Also, weil eben so eine Spitze da ist und diese Spitze wird einfach weniger, weil ein Widerstand dieser Resonanz entgegengesetzt wird. Das ist so ähnlich, wie wenn man bei einem Pendel, was in Resonanz vor sich hin pendelt, wenn man also jetzt versucht, das zu bremsen. Okay. Dann wird es auch schwieriger und die Effizienz dieser ganzen Sache wird geringer. Und genauso etwas passiert hier auch. Wenn ich den Tonregler... Wenn man den Tonregler Stück für Stück zurückdreht. Genau. Okay. Das hat jetzt auch... Und weil das eben alles zusammenhängt, hat dieses Resonanzbedämpfen, wir sprechen von einer Bedämpfung der Resonanz, hat auch einen Einfluss auf diese Resonanz, die mit diesem zusätzlichen Ton, zusätzlichen Kapazität, mit dem zusätzlichen Kondensator geschieht. Mhm. Das heißt, hier interagiert der Tonregler mit dem C-Switch. Mhm. Weil das eben alles zusammenhängt, und eine Bremse eingeführt wird in das ganze System. Und das bedeutet, dass ich mit dem Tonregler, wenn ich den ein Stück weit zurücknehme und den Widerstand da reinschiebe und die Effizienz verringere von dem System, dass dann auch die Resonanz, die durch den C-Switch erzeugt wird, und diese wird auch kleiner. Ah, okay, verstehe. Wenn ich also finde, dass dieser Wah-Wah-Effekt irgendwie zu spitz ist, zu viel ist, dann kann ich von dem ein Stück weit wieder wegnehmen, indem ich den Tonregler verwende. Mhm, okay. Insofern hat also der Tonregler auch da noch einen Effekt. Und gerade bei Pickups, die von sich aus viel Resonanz mitbringen, kann es manchmal sein, dass dieser Wah-Effekt, diese verschobene Resonanz einfach zu ausgeprägt ist. Mhm. Da will ich ein bisschen weniger haben und dann kann ich das mit dem Tonregler tatsächlich auch hindrehen. Bevor der Klang ganz dumpf wird, geht erstmal die Resonanz runter, also die Ausprägung. Das kann man hier auch mal ausprobieren, oder? Dass man du kannst natürlich probieren, nimm einfach mal eine Stellung 7 oder sowas, einfach ein Stück weit runter, genau. Und die hier, genau, also ist alles auf, ja, und dann spiele ich mal. Wenn man jetzt hier auf 7 oder sowas runterdreht, dann ist die Resonanz ein Stück weit weg. Umgekehrt. Ja. Jetzt ist der Tonregler schon so weit runtergedreht, dass er anfängt, in die Höhen wirklich einzugreifen. Also ist der, wenn man es auf ist in diesen ersten Teil der Regelung von 10 bis 7 oder so, da wird der Sound einfach etwas gedeckter. Ja. Man kann auch noch mal bei der Stelle vielleicht mal kurz Folgendes machen, wenn man nämlich jetzt den C-Switch ganz aufdreht und jetzt den Tonregler zudreht und oder mal vergleicht, wie der sich verhält, wenn man den zudreht. Schön ab. Dann merkt man, dass einfach nur Höhen weggehen, aber keine Resonanz auftritt in diesem Bereich. Mhm. Das heißt, der Tonregler nimmt einfach Höhen weg. Ja. Und das ist der Unterschied eben zum C-Switch. Mhm. Es geht in die gleiche Richtung, weil eben Höhen verschwinden, auch beim C-Switch. Aber der C-Switch, der bringt diese Anhebung in den Mitten noch zusätzlich. Dann gibt es aber noch was zu sagen, glaube ich, zum Tonregler. Und zwar, wenn man mal den C-Switch ganz außen vorlässt und den Tonregler mal ganz zudreht. Ja, genau. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht vorgegriffen. Genau, das ist ganz, ganz richtig. Ich das mal kurz wieder weg. Ja.
Der Tonregler, das haben wir schon mal besprochen, der ist ja auch nichts anderes eigentlich als der zusätzliche Kondensator. Zum Tonleiter dazu geschaltet. Ja. Nur wird er halt über den Regler dazu geregelt. Mhm. Wenn jetzt aber der Regler ganz auf Null gedreht wird, dann ist es so ähnlich, als ob dieser Kondensator, der Tonecap, direkt dazu geschaltet wird. Mhm. Das heißt, er wirkt dann auch als C-Switch. Aber weil er relativ groß ist, entsteht dieser Mumpf. Mhm. Also wenn du jetzt spielst mit dem zugedrehten, dann ist es einfach eine sehr dunkle Angelegenheit. Das hat, und jetzt insbesondere hier bei dieser Konstellation von Pickup und Kondensator und Tonregler, hat das auch seine Wertigkeit, weil gerade wenn die Verzerrung dazu kommt, dann hilft die natürlich den Sound wieder aufzuhellen. Die Verzerrung generiert ja Obertöne. Mhm. Und hält den Sound dann wieder auf. Jetzt passiert aber in dieser Endstellung von diesem Tonregler dasselbe, was beim C-Switch auch passiert, nämlich diese Anhebung. Mhm. Bei dieser Resonanzfrequenz aber sehr weit unten. Aber nur in der Endstellung? Nur in der Endstellung, weil in allen anderen Positionen oder in den ganzen mittleren Positionen haben wir ja die Bremse drin von dem Widerstand. Ja. Erst wenn es auf Null gedreht ist, ist der Widerstand ganz weg. Und dann kann sich diese Resonanz überhaupt ausbilden. Sonst wird die ja abgebremst und bedämpft. Das ist der Effekt, den man dann immer hat, wenn man sozusagen den Tonregler zurückdreht. Ja, dann merkt man, wie du gesagt hast, die Höhen gehen weg, Höhen gehen weg, es wird dumpfer. Und auf einmal am Ende passiert aber was anderes. Das ist genau der Punkt. Gibt es so einen kleinen Push oder genau. Ja. Genau. Also ich denke, du kannst mal probieren, ob du, wenn du den Akkord stehen lässt und mal bloß in der Endstellung von dem Tonregler das auf- und zudrehst, dann müssen wir hören, dass eine kleine Vokalisierung des Klangs passiert. In dem Bereich kommt da tatsächlich wieder was raus. Da kommt was dazu. Genau. Ja. Und das ist natürlich ein Bereich, der ist trotzdem verwertbar hier, weil das im Bereich von den Grundtönen liegt. Und gerade wenn man verzerrt spielt und Rückkopplung passiert, dann kann das eine interessante Angelegenheit sein. Mhm. Hier sehen wir die Wirkung des Tonreglers auf die Resonanz, in dem Fall die des Barfuß-Pickups in der Firebird. Der Pickup ist mit einem C-Switch-Kondensator von 3,9 Nanofarad und dem Kabel von 0,6 Nanofarad belastet. Und das führt zu einer Resonanz bei ungefähr 1,5 kHz. Ziemlich ausgeprägt, weil dieser Tonregler ein No-Load-Regler ist, der also die Resonanz gar nicht beeinflusst in der Stellung 10. Bei Stellung 8 und 9, die ungefähr gleich ist, weil an dieser Stelle konstruktionsbedingt noch kein großer Unterschied auftritt, geht die Resonanz schon zurück, bei Stellung 7 noch weiter und bei Stellung 6 ist die Resonanz schon fast gar nicht mehr vorhanden. Bei den Stellungen 5, 4 und 3 kommt es nur noch zu dieser bereits bekannten Höhenabsenkung. Allerdings bei Stellung 2 beginnt sich wiederum eine Resonanz herauszubilden und die ist dann bei Stellung 0 und 1 ziemlich stark, aber eben bei einer relativ tiefen Frequenz, von in diesem Fall 550 Hertz, weil der Tonecap, mit der er zu dieser Resonanz sehr stark im Wesentlichen beiträgt, einen relativ großen Wert hat. Und in dem Zusammenhang können wir ruhig mal zitieren einen bekannten britischen Gitarristen namens Eric Clapton himself. von dem gibt es ein sehr charmantes, man könnte schon sagen, Instructional Video. Und zwar ist es Teil von dem Video, was gemacht wurde, von dem Film gemacht wurde, Farewell Cream, was das Abschlusskonzert von Cream beinhaltet, aber auch Interviews mit Ginger Baker, mit Jack Bruce und Clapton. Und Clapton demonstriert den sogenannten Woman Tone. Und er zeigt, wie er eben, genau, er sagt, ganz zudrehen, Klang ganz zudrehen, Volumen voll auf und sein Marshall hinter ihm. Und damit kriegt er diese spezielle Betonung in den tiefen Mitten, die bei ihm gut funktioniert, auch deswegen, weil ganz offensichtlich mit dieser Gitarre, mit dieser SG, die er da hat,
passt das alles zusammen, sodass diese Anhebung nicht zu weit unten ist. Denn das ist das Problem. Mhm. In dem Moment, wo gerade der Kondensator, vielleicht auch, weil die Fertigungstoleranzen zu groß sind, ist zufällig der Kondensator zu groß und die Pickups haben eine zu hohe, verzeiht das Wort, Induktivität, wieder was anderes, dann rutscht diese Frequenz in diese Resonanzfrequenz in Bereiche, wo es nicht mehr wirklich verwertbar ist. Ja, also du, aber natürlich bei, und da möchte ich auch zitieren, Clapton hat in seiner Endphase Firebird gespielt, in Endphase bei Cream natürlich, hat er Firebird gespielt, und bei der funktioniert das ziemlich gut, diese Mittenanhebung. Mhm. Und offensichtlich mit der SG, die er in diesem Video hat, auch. Und er verwendet also genau diesen Aspekt, noch ein bisschen eine Anhebung, eine Vokalisierung des Klanges herauszubekommen, indem er den Tonregler ganz zudreht über diese Resonanz. Genau, also du gehst davon aus, er hat das also nicht irgendwie Kondensatorwerte miteinander verglichen, sondern er ist da mehr oder weniger durch Zufall draufgekommen, dass wenn er ganz zudreht, dass da irgendwas passiert und in der Kombination Gitarre, Amp hat das einfach gerade gepasst. Bin ganz sicher, dass Mr. Clapton keine Zeit hat, den Lötkolben anzuheizen, weil er musste ja nach Patty Harrison schauen. Insofern hat er was anderes im Kopf gehabt als solche Geschichten. Genau, das wäre ein Thema wieder für ein nächstes Video. Genau, ja, also es ist ein sehr, sehr interessant. Also einfach, um es nochmal zu wiederholen, dass gerade in diesem letzten Fünftel Regelweg, sage ich jetzt mal. Ja, noch weniger fast. Oder noch weniger, dass da nochmal was ganz Entscheidendes passiert und vor allem, dass da etwas anderes passiert als vorher. Ja, ja genau. Also wir reden natürlich hier insgesamt schon durchaus von subtilen Effekten. Ja. Also es ist nicht alles in the face. Mhm. Dieser Wah-Wah-Effekt vom C-Switch noch eher, aber diese Geschichten, die, was der Tonregler macht, das sind zum Teil sehr subtile Angelegenheiten. Aber gerade wenn es mal laut zugeht und wenn viel Verzerrung da ist, dann sind es so gewisse Feinheiten, die die Gitarre noch mehr leben lassen. Mhm. Also sie singt noch ein bisschen mehr und es macht dann noch mehr Spaß, damit zu arbeiten. Ja. Ja, Tilman, vielen Dank für die tollen Informationen. Also ich denke, wir haben alle wieder eine Menge gelernt und ich kann nur jedem Gitarristen und jeder Gitarristin raten, sich mal mit dem Thema Kondensator auseinanderzusetzen. Es ist nämlich ganz genauso, wie der Tilman sagt, es ist eine relativ einfache und vor allem sehr kostengünstige Variante, die man hier in die Gitarre einbauen kann. Und es schafft so viel Mehrwert in Richtung der verschiedenen Soundmöglichkeiten. Und es macht einfach immer Spaß, das eigene Instrument, den eigenen Bedürfnissen ein bisschen anzupassen. Und es wird noch mehr das eigene Instrument. Und ich finde das immer sehr hilfreich, mehr Verbindung zum Instrument zu schaffen und damit einfach mehr Inspiration zu haben und Motivation. Das kann ich nur bestätigen. Genauso ist es. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis bald. Ciao.